Sommer der Unschuld, baden im kristallklaren Wasser der Duft der Pinien das Zirpen der Grillen. 1938. Andrea Goldstein und seine Cousins genießen die letzten unbeschwerten Tage der Jugend im Nordosten Italiens. Das friedliche Leben nimmt ein jähes Ende, als Mussolini die Rassengesetze erlässt, welche die Juden de facto vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ausschließen. Andreas Eltern ahnen, dass die antijüdische Stimmung zu einer tödlichen Gefahr wird und schicken ihn und seine Schwester mit einem Schiff zu einer Tante nach Amerika. New York, die Stadt, die niemals schläft. Für Andrea, der sich nun Andrew nennt, beginnt hier ein neues Leben. Bei seinem Aushilfsjob als Laborant im Mount Sinai Krankenhaus verliebt er sich in die Wienerin Joan. Andrew hat Pläne, will mit Joan zusammenziehen, studieren. Doch der Krieg breitet seine düsteren Schwingen aus. Andrew meldet sich bei der Armee. Es ist eine Zeit des Umbruchs und der Kontraste, die in George Gershwins titelgebender Komposition Rhapsody in Blue den perfekten Widerklang findet. Die Kombination aus Klassik und Jazz gibt dem New York der damaligen Zeit ein musikalisches Gesicht. Und es ist diese Komposition, die Andrew nicht mehr loslässt, als er zum Soldaten ausgebildet wird und nach Italien zurückkehrt, um seine alte Heimat von den Nazis zu befreien. Andrea Serio zeichnete Rhapsody in Blau mit Bunt- und Wachsmalstiften. Seine Graphic Novel in wechselnden Zeitebenen erzählt, basiert auf alten Briefen und dem Roman von Silvia Cutin, einer Schriftstellerin, die, wie er selbst, aus Italien stammt. Entstanden ist dabei eine Lebensgeschichte, die wie die Klänge von Gershwin übers Ende hinaus noch nachhallt. David Grashoff, weil ich dich am schlechtesten einschätzen kann in der Runde, wobei ich auch nicht weiß, was ihr sagt, aber das interessiert mich jetzt sehr. Vorweg gefragt, bist du überhaupt jemand, der Graphic Novels sich auch noch weiter zuführt oder wenn, dann mal so der neue Asterix? Nee, also ich bin Graphic Novels nicht abgeneigt. Ich muss ehrlich zugeben, ich komme eigentlich eher auch aus dieser Horror- und Fantasy-Ecke, das ist eher so mein Genre. Aber ich mag einfach gute Geschichten und von daher, wenn ein Graphic Novel eine gute Geschichte zu bieten hat, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei. Das Buch hat mich ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Zum einen fand ich die Thematik interessant. Wie gesagt, ich bin ja, mein Großvater war ja Franzose, hat ja selber im Krieg gegen die Nazis gekämpft und habe auch als Kind noch einiges seiner Geschichten mitbekommen von der Zeit. Von daher, mich interessiert das. Also ich bin tatsächlich auch geschichtsinteressiert. Mich konnte die Geschichte aber nicht so richtig packen, muss ich ehrlich zugeben. Also ich hatte auch mit diesen Zeitsprüngen und ich fand sie so ein bisschen höhepunktlos, muss ich sagen. Also was mich wirklich gepackt hat, war am Ende, wo er als Soldat dann zurückgekommen ist und diese, ich weiß nicht, darf ich spoilern? Sonst würde ich es. Ach ja, Schatz, ich kriege immer unheimliche Peitschenhiebe für Spoilern, aber ich sage jetzt einfach mal, weil wir die Sendung vor Weihnachten schon machen wollten und dann hätten sich alle das Buch schon gekauft. Spoiler einfach mal. Okay, ich fand die Todesszene von ihm, wie er dann über diesen Hügel geht, um die anderen zu retten, das hat mich tatsächlich gepackt, wie es dann auch grafisch dargestellt wurde. Aber es war wirklich einer der wenigen Höhepunkte, fand ich, von der Geschichte her. Und auch der Zeichenstil, ich fand, das war auch da. Also auf der einen Seite waren Bilder dabei, wo ich wirklich dachte, wow, das sieht einfach toll aus. Und da gab es wieder Bilder, wo ich dachte, okay, das hätte jetzt auch meine 8-jährige Tochter mit ihren Zähnen malen können. Und du begibst dich auf ganz, ganz dünnes Eis. Wie gesagt, ich bin kein Spitz. Ich weiß noch, dass ich, als ich anfing mit all dem schönen Kabarett und auch, da gab es da mal so einen Cartoon von einem Mann mit seinem Kind im Museum für moderne Kunst. Und dann hing da ein Bild, Affe contra Professor, und der Mann sagte zu dem Kind,
Das könntest du auch, da bin ich fast ausgeflippt. Also wenn man nicht die Kunst respektiert, wenn man nicht weiß, was Kunst ist, da werde ich ja, so ganz dünnhäutig. Ja, ist natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mir ist durchaus bewusst, dass da wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit und Handwerk drin liegt, aber... Nein, darum geht es gar nicht. Also sei mir nicht böse, ich muss ja, da jetzt gut. mal eben reingrätschen alles mit gut. der Rhapsodie in Blue. Also alleine, was der da wirklich mit seinen Bunt- und Kreideschriften an Blau zaubert in dieser Artwork, mhm. ja, das ist so eine im besten Sinne Komposition wie Gershwins Rhapsody in Blue. Das kann nämlich deine Tochter so zumindest noch nicht, behaupte ich, wenn sie nicht ein Genie ist. Okay. Ganz kurze Pause, will sofort den Zeichner fragen, wie du das siehst mit der Artwork. Ja, also das ist, ich fange mal so an, das ist ein Comic, den ich mir nicht gekauft hätte nee. Im Laden. Weil ich tatsächlich, geht vielleicht ein bisschen in deine Richtung, bei diesem Buntstift gestrichelt als erstes so die Assoziation hatte, Streber in einer Kunstklasse irgendwie. Aber nun habe ich es ja, netterweise... Nee, ich mag die Debatte. Aber, das Aber kommt ja jetzt. Jetzt habe ich es ja netterweise von euch zugeschickt bekommen und dann natürlich auch gelesen. Und es hat mich nach ein paar Seiten schon gepackt. Und ich bin inzwischen der Ansicht, dass diese Geschichte, so wie sie hier erzählt wird, mit keinem anderen Zeichenstil so auf die Art hätte erzählt werden können. Der Zeichner hier, der Italiener, ich glaube, der ist noch gar nicht so alt, Andrea Serio, der kommt ja auch aus der Illustration und aus der Malerei und so, das merkt man halt natürlich. Und ich bin eben jemand, der mehr so vom Comic kommt und deswegen mit dieser Kunstseite erstmal nicht so viel anfangen kann. Aber es ist toll und gerade auch die Zeitsprünge, von denen du auch schon sprachst, die sind so genial gelöst. Also man gleich am Anfang hier gibt es einen Zeitsprung, da ist die letzte Seite, die eben in der Zukunft spielt sozusagen oder im Jetzt, bevor der Rückblick kommt, auf der See. Und die nächste Seite ist auch auf der See. Aber die hier ist düster und da sind dunkle Wolken und es geht fast ins Schwarz, dieses Blau. Und die nächste ist ein helles Blau mit Gelb drüber und das ist gleich so eine sommerliche Atmosphäre. Und da steht dann noch drüber, ja, jetzt sind wir ein paar Jahre vorher im Sommerurlaub in Kroatien am Meer. Das hätte da nicht mal stehen müssen und einem wäre klar gewesen, obwohl hier wie da mehr dargestellt wird, dass es ein Zeitsprung ist, dass Absolut. Es nicht aufeinander genau. folgen kann. Jetzt bin ich natürlich sehr interessant, an Tillmann kurz. Feiner Weihnachtsbaumseele, ob das eine Art Graphic Novel ist, die dich wirklich an der Hand nimmt oder wirst du mir jetzt etwas ganz Überraschendes vor den Latz knallen? Garantiert. Ich wollte tatsächlich uns allen heute Buntstifte und Papier mitbringen, damit wir das mal zum Nachzumalen versuchen. Aber der Lockdown kam mir dazwischen. Lieber Hase, schickst du bitte die Buntstifte an David Grashoff, weil meine Tochter. Und wir seine wissen Tochter. Beide, dass wir... Also gut, ich meine, der das Talent hier links neben mir... Nee, Freunde, also... Das wirkt so unendlich leicht, aber ja, ich muss fast lachen, weil ich glaube, ich kann die beiden miteinander versöhnen mit meiner Analyse, die ich darauf hatte. Ich habe nämlich eine komische Leseerfahrung gehabt. Ich habe das zwei Drittel lang nicht gemocht. Ich dachte mir, das ist doch so formelhaft. Man nehme ein Kriegsschicksal, dann kocht man da so ein hübsches Aquarellsüppchen auf, garniert mit ein bisschen Kunsthommagen und fertig ist die Graphic Novel. Und dann aber, also es ist ganz toll, dass Serio hier die Menschen eigentlich ganz klein macht, in der Landschaft verschwinden lässt, in der Natur verschwinden lässt. Und dann holt er wieder aus und kommt mit diesem Kriegsschicksal, mit dem Tode. Und dann packt er mich, weil er dann wieder den Menschen wieder reinholt in das Geschehen. Und deshalb verstehe ich ihn, wenn er sagt, die Handlung hat ihn da stolpern lassen. Auch ihn, wenn er sagt, das ist die illustrative Kunst von Andrea Serio, der hier nur so das kreiert. Und das genau ist der Punkt. Es geht, ein anderer Stil hätte das nicht geschafft, diese Wirkung. Das Ding zielt ins Herz, sage ich, nicht ins Hirn. Ja, genau, gerade weil es ja auch so wenig Höhepunkte hat, was du bemängelt hast. Das ist ja richtig. Es ist so eine ganz ruhige Erzählweise, gerade dafür, wenn man bedenkt, was hier verhandelt wird. Meine Assoziation, sorry, war direkt französischer Film. Also okay, es gibt ja so Fraktionen, geh mir weg mit dem französischen Film. Aber leider liebe ich den europäischen, den italienischen und den französischen Film, weil genau darum geht es nicht. Also das ist es ist im besten Sinne Magie. Ja. Was hier geschafft wird in dieser Graphic Novel mit der Artwork, ist für mich eine Magie. Und es ist dann emotional tatsächlich sehr packend, wie es mit anderen Zeichnungen nicht hätte sein können. Gerade diese gespoilerte Todesszene am Ende, die nimmt einen halt total mit. Ja, das stimmt. Und dass man so gepackt wird, und vor allem, dass es auch so
gleichmäßig erzählt, so eine schwierige Geschichte mit Rassismus, Krieg, Vertreibung und so weiter. Das ist schon ein gutes Stück. Und ich will dir noch recht geben, hättest du die Buntstifte mitgebracht. Warum sieht man das so selten, dass jemand mit Buntstiften zeichnet? Weil es eben ganz leicht so nach Kindergarten aussieht oder so. Und Leute, die es zu so einer Meisterschaft mit Wachsstiften und Buntstiften bringen, kannst du an einer Hand abzählen. Und ich bin die der Cornelia Maria Barbara Schill vor 30 Jahren einen riesen Faber-Castell Buntstiftkasten geschenkt hat. Und ich kann wirklich nur Tulpe, Häschen, Sonne. Immerhin. Nee, aber das ist echt genau der Punkt. Weil ich weiß, wie Buntstifte funktionieren, sowohl als Kind wie auch noch als 20, 30, 40, 50. Kinder, ich bin 62. Und hier zu sagen, das kann meine Tochter auch. Mit den Zähnen. Zehen, achso, Entschuldigung. Das hat er noch gesagt, mit den Zehen. Komm raus. Kannst du mir bitte einen explodierenden Fuß mit einem Faber-Castell-Stift zwischen großem und mittlerem Zeh malen? Aber mit Buntstiften. Bitte. Schickst du mir das? Ich gebe dir gleich meine Adresse. Ja, ich hast du jetzt genug Schläge von uns bekommen? Alles gut. Ich bin trotzdem. Nimmst du das zurück oder behauptest du das Gegenteil? Ich behaupte das Gegenteil. Danke. Beginnen. Danke. Ja, aber das Blau ist ja wirklich programmatisch hier. Er macht alles in Blau. Häuser, Schatten, Haare, See, die Luft. Und das ist wirklich, der Comic ist der Blues. Also das ist wirklich beachtlich. Das finde ich auch dann so genial, dass es eben so ein Konzept gibt. Ne? Es bezieht sich auf Gershwins Rhapsody in Blue. Ja. Aber gleichzeitig ist der Comic auch die Rhapsody in Blau, weil eben alles in Blautönen erzählt wird. Ne? Und das ist dann auch so ein konzeptioneller Ansatz, den ich cool finde. Ja. Ich bin einfach nicht feinsinnig genug für sowas, glaube ich. Kann das sein? Was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich bin Löwe. Du bist nicht feinsinnig genug dafür. Gut. Auf gar keinen Fall. Ja gut, da ich auch als der Typ fürs Grobe eigentlich bekannt bin, beweist das, man kann trotzdem genug Feinsinn haben. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Zwilling. Ja, wusste ich doch. Und du bist Steinbock. Nur ein Löwe kann das nicht verstehen. Alle anderen können das verstehen, Hase. Sei tapfer. Du kannst nichts dafür, du bist ein Löwe. Du kannst es nicht verstehen. Nee. Da fehlt dir ein Gen. Ja, auf jeden Fall. Eine Hirnwindung. Aber ich wusste, ganz ehrlich, dass du Zwilling bist. Nee, weil diesen anarchischen, genialen, abgefahrenen Scheiß. So schizophren. Das ist dann der Zwilling. Nee, es geht gar nicht so um Schizophrenie. Also ich bin ja ein Wassermann-Mädchen und wir sind ja beides Luftzeichen, ne? Zwilling und Wassermann. Ich kenne mich damit gar nicht so aus. Nee, weil du dich nicht dafür interessierst. Du bist ja Zwilling. Löwen und Steinböcke interessieren sich auch nicht dafür. Aber das macht ja nichts. Hauptsache ich interessiere mich dafür. Und das ist dieses Luftzeichen. Das ist diese große Empfindsamkeit und diese Bereitschaft zum Denken. Diese Bereitschaft zum Transformieren, zum Provozieren, das ist alles schön. Ja, ihr müsst kein Schnütchen machen, ihr habt auch eure Vorteile. Freunde, Ruhe bleibt. Guck mal, der Tillmann zum Beispiel, der alte Steinbock, der sammelt Weihnachtsbäume. Ja. Dein Aszendent würde mich mal interessieren, kriegt das mal raus. Ich glaube Zwilling. Zwilling! Oh, da sind wir noch da. Zwilling. Du weißt es natürlich nicht, weil natürlich du dich nicht dafür interessierst. Und ganz kurz, es sind wirklich nicht alle Bilder in Blau. Auch wieder sehr bewusst von ihm. Das fand ich aber auch sehr beeindruckend, das Bild. Ja. Das war eines der Bilder, wo ich wirklich irgendwie irgendwas in mir geweckt hat. Also bist verrückt. Ja, wahrscheinlich dein Großvater, denn das sind ja genau, weil schwarz-weiß. Und hier Duce. Ja, das ist halt, so ein Bild. Die Faschisten, das ist genau die Zeit deines Großvaters. Ja. Natürlich hat es in deinem Geschichtsbewusstsein gerade dieses Bild etwas geweckt. Genau. Aber gerade diese Art des Bildes. Das kann kein Foto, finde ich, in uns wecken. Weil Foto, ob das jetzt Abbilder der Realität sind, Foto hat auch Licht. Aber diese Zeichnung mit der eigenen Interpretation kann mehr. Erstmal, hier ist auch ein bisschen Blau drin. Da muss man, wenn man ganz genau hinguckt, es ist nur fast schwarz. Weil eben diese Unmenschlichkeit von dem Duce, von dem Führer und wie alle brüllen. Ich sehe gerade die französische, das ist die italienische Flagge. Die italienische Flagge. Glaubst du siehst nicht, aber auch, dass da eher grün ist? Nein, in den Menschen sieht man auch, dass es ein ganz dunkles Blau ist. Du bist Künstler. Das ist halt nur komplett entmenschlicht, weswegen man es kaum noch erkennen soll. Ich habe Hüttenschuhe zu Hause. Da habe ich 3 Monate gedacht, die sind tiefschwarz. Neulich habe ich mal meine Halogenlampe, Comic-Leselampe über dem Bett angemacht. Hör mal, blau. Siehst du? Kann es sein, dass ich eine Blauschwäche habe? Schwarz-blau? Schwarz-blau-Schwäche. Schwarz und blau, ist das nicht ein Album von Peter Fox? Helft mir. Ja. Danke.
Berlin. Das war irgendwie ja, danke, dass du mich jetzt da abholst, ja. Löwe. Ja, ja. gut, ich möchte in der Tat aber vielleicht auch insofern ein wenig mit in dein Horn stoßen, weil französischer Film hin und her. Bei mir ist es tatsächlich so, weil ich die Künstler so sehr bewundere, ne? die Artists, dass ich so eingenommen war von dem, was der kann, dass mir das ganz ehrlich fast schon gereicht hat. Also ich habe 3 Seiten gelesen und habe sofort in mein Heftlein gekritzelt, sensationell. Dann ging es aber 20 Seiten, weiß ich nicht, weiter und bumm. Und dann dachte ich, Freunde, ja, Kinder, kann jetzt mal bitte was passieren. Und wenn die jetzt hier schon anfangen, damit Urlaub in Bulgarien oder wo immer so waren, na, da gehe ich mal. Und dann ich Idiot, ich habe hinten angefangen, weil ich dachte, da sind die Kästchen, wer das macht. Ich habe das immer ganz gerne, wenn ich hinten Fotos von den Künstlern sehe und was die alles schon gemacht haben. So habe ich hinten angefangen und habe den Originalbrief natürlich gelesen oder nicht gelesen, ich kann die Sprache nicht gesehen. Und dachte, ja prima, der ist tatsächlich tot. Das hat mir selber einen Spoiler in die Schuhe geschoben. Ne? Also ich war jetzt nicht überrascht und dachte, was willst du mir denn jetzt noch alles erzählen, dass jetzt klar ist, dass die ums Leben gekommen sind. Dann hat mich, glaube ich, die New York-Geschichte abgeholt. War das doch New York? Mhm. Nee, also ich weiß ganz genau, dass wenn das verfilmt wird, liebe ich diesen Film. Und das Großartige, das finde ich eben auch, diese Möglichkeit der Graphic Novel, dass du eben kein Film sein musst, dass du mir reichst als ein Comic. Was kann Comic? Was kann bitte Comic? Ich habe die Musik in den Ohren von Gershwin. Als Film klappt das nicht, das glaube ich nicht mal. Der Film kann uns nur enttäuschen. Du hast Magie gesagt und ich glaube wirklich, Serio gelingt was Magisches. Denn ich finde, dieses Einzelschicksal ist eigentlich auch austauschbar. Ja. Und dadurch, dass er diese Kunst über alles stülpt, diese Dominanz des Artworks hier, macht es quasi stellvertretend für all diese Kriegsschicksale. Und das ist nochmal so ein Wumms, weißt du? Sehr klug. Das finde ich auch. Ne? Also ich wusste nicht, dass ich das finde. Aber es fällt mir gerade auf. Ja. Nee, das ist genau der Punkt. Weil eigentlich hast du zwischendrin gedacht, schnarch mich an, ja, was jetzt? Es geht hallo? Nicht, es geht was nicht, jetzt? 6 Millionen Juden und alle im Krieg und der Opfer. Aber das ist genau der Punkt, diese Magie. Und das, ganz genau, das hast du, glaube ich, eben gesagt, kannst du nur mit dem Material des Bunt- und Kreidestiftes hervorrufen. Auf die Keine Art, genau. Computeranimation hätte dieses Gefühl, glaube ich, oder diese Magie bei uns so in Schwingen gebracht, oder? Was sagst du, Künstler? Das ist ja dann auch eben die Leistung, dass er diese schweren Themen, diese dramatischen Themen so unaufgeregt und fast so ein bisschen leichtfüßig irgendwie transportiert und dass ihm das gelingt. Und man emotional total gepackt ist. Also, dass der Typ am Ende stirbt, zum Beispiel, finde ich keinen schlimmen Spoiler. Das war mir nach 2 Seiten klar, weil es so dramatisch anfing. Ich sag, mir war es am Anfang klar schon, weil ich den Brief schon kannte. Ja gut, das wenn da steht auch der letzte Brief von und der Front. Das habe ich nicht vorher gelesen und das war dann nochmal so ein bisschen Schlag in die Magengrube am Ende. Der Typ hat wirklich gelebt, der hat das wirklich alles so erlebt. Ach so Gott schon, ja. Da warst du klüger als ich. Na, nee, das hat mich überrascht dann am Ende. Also und nochmal zusätzlich emotional gepackt. Glaube ich auch. Ja, ja das glaube ich dir sofort. Wie gesagt, ich. Und eben auch ich dieses, wie er in. Ich bin so eine Spoiler-Königin. Wie er in New York da eben beschließt, dann in den Krieg zu gehen, in die Heimat zurückzufahren, um gegen die Faschisten zu kämpfen und so. Das hat einen, finde ich, schon mitgenommen. Und das ist erstaunlich, dass eben mit so einer wenig höhepunktartigen Handlung, sondern so einem Fluss irgendwie das erreicht wird, fand ich bemerkenswert. Und ich möchte noch mal an den Anfang erinnern, dass ich eben am Anfang eigentlich das Artwork nicht so toll fand. Mhm. Aber es mich dann eben so nach so ein paar Seiten so überzeugt hat, fand ich eine Leistung. Finde ich super. Weil das finde ich wirklich super, weil das gibt es ja eben auch. Du denkst, oder du auch, kann meine Tochter mit den 10 und du hör. Und dann plötzlich ist da die berühmte Magie. Und wenn du mir jetzt sagst, Löwe, Mann, David Grashoff, dass da nicht eine Magie sich bei dir aufgesploppt hat, dann haben wir ein Problem, Hase. Ja gut, okay, wir haben ein Problem. Nein, alles ist gut. Wie gesagt, es hat mich einfach nicht berührt. Also, ja, aber ganz ehrlich, so, also erstmal habe ich jetzt hier 100-fach erlebt, dass hier Menschen sitzen, die sagen, das ist der beste Comic, den ich seit 10 Jahren gelesen habe und ich sitze hier und sage,
kann mal bitte jemand kommen, was ist das denn für eine Kacke? Und das ist ja auch, finde ich, das Faszinierende. Das ist sicherlich bei Cineasten auch so, das ist sicherlich auch bei Romanen so, aber das ist, glaube ich, noch extremer bei Graphic Novels so, oder? Da habe ich das so maximal schon erlebt, wie Leute, vielleicht auch zwei zusammen, sagen, ja geil oder geil oder geil. Oder hier, ich habe hier schon mit Mädchen gesessen, wir haben uns weggeschrien vor Lachen über eine Seite oder über einen Gag. Und dann sitzen da die Jungs. Nee, das ist so. Aber dafür liebe ich die neunte Kunst. Aber es ist glaube auch, ganz kurz nur, sorry, was du sagst, hätte ein Film so nicht gekonnt. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, diese Diversität, diese unterschiedliche Auffassung von Werken, Büchern, Graphic Novels, die kannst du nur mit einem Comic erreichen. Das glaube ich wirklich. Sorry. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, mit welchem Anspruch man Kunst konsumiert. Also ich finde das immer, wenn ich zum Beispiel jetzt auch einen Film gucke, also ich bin zum Beispiel jemand, der nicht jetzt einen Film tot analysieren muss, sondern ich gucke mir einen Film an, entweder er gefällt mir oder er gefällt mir nicht. Ich kann meistens auch gar nicht erklären, warum das hinterher so ist. Deswegen finde ich das immer schwierig, Kunstverständnisse zu vergleichen, sondern es hat ja auch immer irgendwas damit zu tun. Kunst ist immer auch ein Stück weit Unterhaltung. Und die Frage ist, hat es mich unterhalten oder nicht? Und das ist mir dann auch relativ egal, was für eine Kunstform das ist. Entweder fühle ich mich hinterher unterhalten als Konsument oder nicht. Und manchmal packt es mich und manchmal packt es mich nicht. Mich packen manchmal Sachen, dann heule ich vor einem Film, wo ich vorher nicht drüber gedacht hätte, dass ich drüber heulen würde. Und das ist halt einfach, wie gesagt, ich glaube, das ist auch die Kunst der Kunst, das zu können oder auch nicht. Und dass halt jeder Mensch anders ist und jeder Mensch individuell auf Kunst reagiert. Das lassen wir mal genauso stehen, nur mit einer Frage noch von mir abschließend. Ist das ein Meisterwerk? Wahrscheinlich ja, weil das so hinzukriegen, wenn das jeder könnte, hätten wir ja Dutzende solcher Novels. Haben wir aber nicht, wir haben nur das da. Und das ist dann... Was glaubst du? Ganz kurz noch darauf eingehend, aber auch auf deine Sie Frage, gerne. Ich bringe das miteinander zusammen. Dieser Begriff der Kunst und dann eben auch Meisterwerk, das ist zum Beispiel was, womit ich gar nicht so viel anfangen kann. Wir haben gerade ganz viel hier auch über Handwerk gesprochen. Mhm. Und das, finde ich, ist was, was man beurteilen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und so. Und ich finde eben handwerklich ist es schon meisterlich. Und zwar sowohl von dem, wie erzählt wird, als auch wie es eben optisch umgesetzt ist. Jetzt verrate ich dir aber, warum ich das Wort Meisterwerk in den Mund genommen habe. Weil bei unserer nächsten Graphic Novel steht wirklich sehr oft hinten drauf Meisterwerk, Meisterwerk, Meisterwerk. Darum soll es jetzt gehen, Little Bird.